Jessica, die ja zusammen mit ihrem Bruder Benjamin einen Dressurausbildungsstall in Aumhausen betreibt, die sich gegenseitig trainieren, sehr eng zusammenarbeiten, mit Uné ein weiteres Spitzenpferd im Stall stehen hat, Uné, mit dem sie ja auch bei den Europameisterschaften in Aachen 2015 mit dabei war. Ich meine, Zaira hat auch so ein bisschen mit der Kulisse zu tun, ist so ein bisschen geduckt unterwegs, so ein bisschen in sich gekehrt. Wir wissen, Jessica hat schon viel, viel Ruhe und Arbeit mit diesem Pferd daran verwendet, ihr noch mehr Sicherheit im Viereck zu geben. Das ist auch wahnsinnig viel besser geworden. Aber ich meine, da heute war sie noch nicht so ganz sicher, dadurch auch noch nicht so ganz losgelassen in der Trabtour unterwegs, stellenweise. Die war schöner, die war vom Seitenbild auch schöner. Sie hatte sich in der ersten Piaffe doch etwas mehr noch geduckt. Ich meine, jetzt kam Jessica schon dazu, sie etwas mehr vorne auch rauszulassen, den Rahmen so ein Stück weit zu öffnen. Ganz engagierte Stute, das ist immer so ein bisschen eine ganz kleine Gratwanderung. Aber sie hat sie wahnsinnig gut auf ihre Seite gebracht, unheimlich ihr das Vertrauen im Viereck gegeben im Laufe der letzten Jahre. Sehr schön fließend. Guck mal, ganz fließend. Zum Wechsel eben von links nach rechts hat sie sich relativ früh umgestellt. Aber alles sehr schön aus einem Guss. Ganz wichtiges Argument, Kriterium in der Zickzack. Ho, 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 ho. Ja, da wird sie hier so ein ganz klein bisschen kürzer im Durchsprung. Da sehen Sie, ne? Nach den Wechseln kam dann wieder dieses ruhigere Durchsprung. Da wurde sie in den Wechseln noch etwas kurz vielleicht, aber ganz pottsicher und kerzengeradeaus. Mehr Kontrolle geht nicht. Ganz kontrolliert, winzig angelegt die Pirouette. Und wieder tipptopp auf kleinstem Kreise.
sehr, sehr engagiert, diagonal abfußend, gut im Seitenbild. Jawohl, 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 jawohl. Und raus. Genau. Piaffe komplett auf die Stelle platziert. Also das war schon eine verdammt starke Runde, die sie hier präsentiert hat. Das war Zahir und Jessica von Bredow-Werne hier als Schlussreiterin. Und ja, da würde ich mich jetzt doch sehr wundern, wenn sie hier nicht sich als letzte Reiterin mal ganz frech bei der Siegerehrung ganz nach vorne.